Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Die Tageslese steht im letzten Abschnitt des 1. Korintherbriefes, also im 16. Kapitel. Und was kann schon im letzten Abschnitt eines Briefes stehen? Das, was immer am Ende von Briefen steht. Ein paar Schlussermahnungen, ein Haufen Grüße. Ich hab euch lieb. Eigentlich ja, wie passend. Passend für unsere Zeit, wo wir einander vermissen, uns nicht besuchen dürfen und trotzdem durchhalten müssen. Wer weiß, wie lange noch. Also, nett, wenn wir da mal einen Brief kriegen. Da freut man sich doch, von anderen zu hören und ermutigt zu werden. Die ersten Ermahnungen? Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Sind das Ermahnungen einer Helikoptermama, die ihre Kinder keine 5 Tage allein auf Klassenfahrt ziehen lassen kann? Wohl nicht. Was mir auffällt, diese Ermahnungen machen nicht abhängig, sie machen stark. Sie trauen etwas zu. Sie sagen mir, ihr könnt etwas riskieren. Ihr könnt es schaffen. Auch die Herausforderungen, die euch jetzt begegnen. Denn ihr steht nicht allein. Im Glauben, im Vertrauen fließen euch Kräfte zu. In dem Moment, wo ihr sie so ganz besonders braucht. Und dann sind da all die Glaubensgeschwister, die grüßen. Sie grüßen nicht nur, sie denken einander, sie beten füreinander, sie segnen. Auch wenn wir äußerlich getrennt sind, vor Gott stehen wir füreinander ein. Und schließlich Paulus selbst. Er hat den Korinthern einiges zugemutet in seinem Brief. Hat Ermutigendes, aber auch Unbequemes und Kritisches geschrieben. Aber am Ende der ganz nahe Zuspruch. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch in Christus Jesus. Amen.